Heute gibt's leckere Wurmfrikadellen. Ich bin mit der netten Anja Reschke in der ARD-Mediathek verabredet und ich möchte dich mitnehmen, heute mit uns lecker Insekten zu speisen. Aber nicht lange reden, wir schauen mal, was die gute Anja da für uns in der Pfanne hat. Herzlich willkommen bei Wissen vor 8 oder besser dem Kochstudio der Zukunft. Ja, Wissen vor 8 oder Wissen für 8 Milliarden Euro. Das ist ja ungefähr so der Ertrag, den diese Zwangsgebühren da so der ARD und dem restlichen öffentlich-rechtlichen Rundfunk so in die Taschen spülen. Erpressen ja von uns, habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht, kommt aber auch noch mal ein anderes Video, weil ja, zu dem Video, das ich gemacht habe, das ist dem einen oder anderen noch nicht direkt genug. Ja, der hätte sich da noch ein paar kräftigere Aussagen zu gewünscht. Kommen auch. Ich bin überhaupt kein Freund von ARD, ZDF und diesen ganzen Zwangsgebühren. Aber heute soll es ja ums Kochen gehen, ja? Kochen vor 8, sagt sie uns da. Die ARD möchte uns ja dazu bringen, Insekten zu fressen, muss man ja eigentlich sagen, weil Menschen essen, Tiere fressen, so habe ich das gelernt. Und Insekten und Ungeziefer fressen eigentlich nur Tiere und keine Menschen. So sehe ich das. Wie seht ihr das? Ab in die Kommentare, gerne. Rein damit. Wer heute umweltbewusst denkt, aber trotzdem nicht auf Fleisch verzichten will, für den dürfte dieses Hightech-Gerät hier vielleicht von Interesse sein. Denn damit machen sie ihr Fleisch selber. Also, ja, da ist das schon so ein bisschen wieder geframed. Also, wer umweltbewusst sein will und ja, und wer nicht auf Fleisch verzichten will, der muss natürlich jetzt Insekten essen, weil anders würde halt der Planet untergehen. Und dann sich hier so ein tolles Hightech-Ding kaufen. Ich möchte nicht wissen, was das kostet. Ich weiß es nicht. Ich habe auch jetzt nicht geguckt, wo man so einen Schwachsinn kaufen kann. Wer vielleicht den Preis weiß, gerne mal unten in die Kommentare rein. Denn damit machen sie ihr Fleisch selber. Genauer gesagt Eiweiß aus Mehlwürmern. Dass Insekten als Fleischersatz dienen können, haben wir Ihnen bei Wissen vor 8 Zukunft schon mal berichtet. Aber das ist jetzt der nächste. Ja, haben Sie schon mal darüber berichtet. Ich meine, schon mal ist gut. Hier, ich habe das Video hier rausgesucht und da habe ich dann gemerkt, selbst für Kinder kommt diese Insektenfraßpropaganda ständig vor. Also die versuchen ja nicht darüber zu berichten. Sie versuchen uns ja zu indoktrinieren, uns dahin zu zwingen, ja, was heißt zwingen, aber naja, sie wollen uns doch schon stark dahin schieben, diese Insekten zu essen und naja, dazu ja auch gleich am Ende sagt sie dazu auch noch ein bisschen mehr. Aber das ist jetzt der nächste Schritt, nämlich eine Insektenaufzuchtstation für zu Hause im geschlossenen Kreislaufsystem. Ganz oben hier ist die Puppenkammer, da schlüpfen kleine Käfer, also sozusagen die Eltern des Mehlwurms. Garantiert ausbruchssicher, lasse ich besser mal zu. Hier in der Liebeslade paaren sie sich und legen Eier. Und noch tiefer schlüpfen dann die Würmer, dann sind die natürlich hungrig und ich kann die schön mit Küchenabfällen füttern. Ist das nicht praktisch? Ihr könnt euch den Komposthaufen sparen oder die Biotonne abmelden, ja, weil in Zukunft habt ihr keinen Bioabfall mehr. Den verfüttert ihr einfach an eure zukünftigen Mehlwurmbuletten oder wie auch immer. Ja. Was ein Schwachsinn. Das ganze System ist klimatisiert, geruchsfrei und wird von Sensoren überwacht. Die Mehlwürmer brauchen 6 bis 8 Wochen, bis sie rund und saftig sind. Und dann ist Zeit für die Ernte. Mann, klimatisiert haben die auch noch. Ja. Ist ja schon fast besser wie 95% der deutschen Haushalte. Ja. Wer hat denn schon in Deutschland eine Klimaanlage zu Hause im Haus? Das sind ja wohl die wenigsten. Aber eure ja, Mehlwurmlarven, die kriegen eine. Ja. Die Szene erinnert mich auch immer so ein bisschen an die Dinos. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, so eine Kinderserie. Ja, erinnert mich so ein bisschen da an meine Kindheit. Und die hatten wir auch immer, wenn sie den Kühlschrank aufgemacht haben, kam ja auch immer das Essen entgegen. So wird es dann in Zukunft wohl, wenn es nach ARD und Klaus Schwab und Konsorten so geht, World Economic Forum, wo der ganze Quatsch ja herkommt. Wenn es nach denen geht, machen wir wie die Dinos auch später die Kühlschranktür auf und unser Essen läuft nachher weg. Die bereits verpuppten Exemplare kippt man einfach
oben wieder rein und da beginnt das Ganze von vorne. Die Reifen. Ein herrlicher Kreislauf. Man sortiert dann die verpuppten Exemplare raus und schmeißt die oben wieder rein. Ja, zwischendurch noch mal ein bisschen den Gemüseabfall, ja, die Tofu-Reste. Und dann hat man so ein schickes Tütchen, ja, kommt mir auch komisch vor, weil gerade in der Schublade haben die ja noch gezappelt, in dem Tütchen sind die schon tot. Wahrscheinlich tut man die lebendig in der Tüte und dann in den Tiefkühlschrank. Also das ist da auch so ein bisschen, denke ich mal, gestellt worden. Die Reifenmehlwürmer hingegen kommen direkt in den Kühlschrank, in die Kühltruhe und können später zu Hackfleisch verarbeitet werden. Ja, holt euch schon mal einen Fleischwolf, den, falls ihr den noch nicht habt, oder die Kitchen Ad oder wie auch immer, kann ich euch unten in die Videobeschreibung verlinken. Kauft das alles schon mal, damit ihr dann eure Mehlwürmer auch zu leckerem Hackfleisch verarbeiten könnt. 100 und 500 Gramm Fleisch liefert die Anlage pro Woche. Oh, da müssen wir nochmal zurückspulen. Wie viel? Zwischen 200 und 500 Gramm Fleisch liefert die Anlage pro Woche. Zwischen 200 und 500 Gramm Fleisch in Anführungszeichen, zwischen 200 und 500 Gramm Ungeziefer produziert diese tolle Anlage, dieses Raumschiff Enterprise, was wir da gerade gesehen haben. Jetzt esse ich das schon fast an einem Tag, ja, also jetzt nicht 500 Gramm, aber damit komme ich bei weitem nicht über die Woche. Und das nächste ist, möchte ich das essen? Ich möchte es nicht essen davon. Das nehme ich immer vorab, habe ich glaube ich schon dreimal gesagt. Aber gucken wir mal, die gute Dame, da steht sie ja vor ihrem Produkt. Die Mehlwurmzucht verbraucht dabei nur einen Bruchteil der Fläche des Wassers und der Nahrung gegenüber Rinder- oder Schweinezucht. Also ein Kilo Rind. Ja, das ist klar, da der Raumschiff Enterprise da weniger Fläche verbraucht. Im Endeffekt verbraucht er draußen ja gar keine Fläche, nimmt mir ja nur ein bisschen Platz in der Wohnung weg, weil ich bräuchte ja schon, keine Ahnung, für mich drei oder vier von den Anlagen, um damit über die Woche zu kommen. Ja, jetzt meine Frau noch nicht mit eingerechnet und wer vielleicht noch Kinder hat, die wollen ja auch ein bisschen was auf dem Teller haben. Also da steht ja schon eine ganze Batterie dann von diesen tollen Wunderanlagen da rum. Ja, und jetzt, die Platzersparnis, der Wasserverbrauch, das ist ja erstmal nur der kleine Teil. Die wahre Hysterie an Freude, die kommt ja jetzt erst, wenn sie die CO2-Ersparnis erklären. Ein Kilo Rind erzeugt 70 Kilo CO2. Ein Kilo Wurmfleisch dagegen gerade mal unter 3 Kilo. Ist das nicht herrlich? Freut ihr euch genauso wie ich, dass jetzt kiloweise CO2 eingespart wird, wenn wir jetzt diese Leckerbissen hier verspeisen dürfen. Aber schauen wir mal, sie scheint ja da jetzt zugreifen zu wollen. Ist natürlich die Frage, wie schmeckt das? Ja, wie schmeckt das? Bisschen trocken. In puncto Nährwert, Vitamin und Mineral. Ach, bisschen trocken, aber ansonsten schmeckt super. Ihr müsst jetzt nur genug Glutamat und was weiß ich was für Chemikalien und Gewürzextrakte, E-Nummern, 1 bis 1000 müsst ihr jetzt nur noch zu eurem Hackfleisch dabei geben und schon ist das sowas von schmackhaft, dass Anja Reschke ja euch zu Füßen fällt und jede Einladung von euch annehmen wird. Naja, weiter geht's. Punkto Nährwert, Vitamin und Mineralien steht so eine Wurmbulette laut Experten herkömmlichem Fleisch in nichts nach. Tausende von Millionen Wissenschaftlern sind sich einig. Die Wurmbulette steht dem echten Fleisch um nichts nach. Ich bin mir sicher, die Wissenschaftler, ja, die alle von Greta Thunberg sicherlich schon tausendmal für den Nobelpreis vorgeschlagen wurden, diese Wissenschaftler, die Experten, die ARD und Massenmedien ja ständig ranziehen, die werden sicherlich uns auch noch in ein, zwei Tagen erzählen, dass das Wurmfleisch sogar noch viel besser ist als herkömmliches Fleisch, ja. Also mir ist schlecht. Ja, jetzt müssen wir eigentlich nur noch unseren Ekel gegenüber Insekten als Nahrung überwinden. Ja. Denn Insekten gehören sicher auf den Speisezettel der Zukunft. Vielleicht konnten wir Ihren Appetit ja anregen. Also bleiben Sie hungrig auf was Neues. Ja, habe ich so fast in Ihrem letzten Satz noch abgewürgt. Bleiben Sie hungrig auf was Neues. Ja, Anja. Nee, ist nicht. Ich werde das nicht essen. Und ich hoffe, ihr auch nicht. Und ich hoffe, ihr werdet auch das Video groß teilen, um zu sagen, Leute, guck mal, was will ARD und öffentlich-rechtlicher Rundfunk uns da
für eine Klaus-Schwab-Propaganda auftischen. Wo kommen wir denn dahin, wenn wir dann Ungeziefer essen? Also, ich bin sprachlos. Ich möchte das einfach nicht. Ich wollte euch das einfach nur mal zeigen, wie da mal wieder ARD, ZDF und so weiter unsere Gebühren dafür verschwenden, um Propaganda zu machen. Und zwar Propaganda hier vom World Economic Forum unter anderem. Da sind ja natürlich noch andere mit bei. Aber Klaus Schwab und sein World Economic Forum ist ja immer in aller Munde, wird ja dann immer erzählt, Verschwörungstheorie und so weiter und so fort. Nein, wir sind jetzt hier auf der Seite vom World Economic Forum. Fleisch ist ein Auslaufmodell, wird hier, heißt hier der Titel, am Open Forum wird über Ernährung diskutiert. Hier haben wir dann einen weiteren Artikel, der ist jetzt auf Englisch, macht ja nichts, kann man sich auch übersetzen lassen, wenn man auf die Seite geht. Ich will euch ja auch nur mal zeigen, wo diese kranken Gedanken herkommen und dass es keine Verschwörungstheorie da ist, was das World Economic Forum da betrifft und das, was die Gefahr, die von so einer Person wie Klaus Schwab und seinen Jüngern da ausgeht. Ja, das einfach nur noch mal zum Abschluss. War ja eher ein bisschen lustig diesmal, die Sendung. Also wir haben uns ja da ein bisschen lustig gemacht über die gute Anja. Ich kann jedem nur raten, noch mal darüber nachzudenken, wie er mit seinen GZ-Gebühren so umgeht und ja, wie er da in Zukunft mit ARD und ZDF ja auch umgehen möchte. Falls ihr nicht wollt, dass eure Kinder oder ihr in Zukunft Insekten essen müsst, weil auf nichts anderes wird das hinauslaufen, noch heißt es, ja, wir müssen und es sollte, aber die Tendenzen, wenn man auch hier World Economic Forum sieht, wie die alle so ticken, dann ist die Tendenz früher oder später auf den Zwang. Das ist ja alles so Salamitaktik, immer wieder ein bisschen mehr. Gehen wir dann sicherlich auch in einem der weiteren Videos mal drauf ein, wo der Hase da wahrscheinlich hinlaufen wird. Ich mache jetzt erstmal Schluss. Genug erzählt für heute. Dir ist jetzt eh wahrscheinlich ein bisschen schlecht. Du musst deinen Magen jetzt mal wieder ein bisschen beruhigen, entweder vor Aufregung oder vor Ekel von den tollen Wurmbuletten, die wir heute in unserem Kochstudio hatten. Und deswegen bis zum nächsten Mal. Ciao.